Unglaublich. Es ist GFK. Und GFK bedeutet, dass das hier ein Monocoque ist. Eine einzige praktisch Haut, die drin ist. Und das Geniale, Civito, du hast einen Gummihammer mit dabei. Und du kannst auch mal zeigen, dass GFK ist unglaublich schlagfest, aber Monocoque bedeutet, das ist eine einzige Form gewesen, oder? Ja, es wird aus einem Guss gegossen und wird dann zum Schluss mit dem Chassis vereint. Simone, du hast es ja schon gesehen, wir werden es gerade mal zeigen. Damit wir das Auto aber nicht beschädigen, haben wir einen praktisch Test gemacht, den können wir gerade mal zeigen. Hier, das ist praktisch die GFK-Außenhaut. Wenn du da mal feste drauf haust, bitte. So, und das kannst du jetzt noch mal 500 Mal machen, das, ne? Das kann ich noch mal 500 Mal machen. Ich kann es aber auch am Fahrzeug demontieren. Nein, mach das nicht, dann geht das Fahrzeug kaputt. Das wollen wir nicht. Aber hier an der Seite kannst du das machen. Das ist eine Türe. Das siehst du ja. Und ich bin hier nicht zimperlich, sondern ich schlage hier ganz fest drauf. So, also auf keinen Fall bei dem Fahrzeug machen. Mach mal, dass wir das mal sehen. Vielleicht mal hier hinten auf der Seitenwand. Ja, da vorne ist der kurze, wenn du auch da mal drauf haust, bitte, sag mal so nett, dass wir den mal sehen. Also, auf jedem Fahrzeug. Auf jedem kannst du das machen. Wenn du das auf einer Alu-Karosse machen würdest, was wäre dann? Dann hättest du lauter Dellen drin. Lauter Dellen. Wie ein Hagelschaden. So, jetzt geht's weiter. Es geht nicht darum, dass man unglaublich schlagfest ist, sondern es geht um das Thema Verkehrssicherheit. Wir haben einen Monocoque und das kennen wir aus der Formel 1. Das Ding ist so steif wie Stahl und normale Wohnmobile kennst du leider. Auffahrunfälle, das sieht man oft in der Presse oder im Fernsehen. Wenn da was passiert, da erkennst du von dem Wohnmobil nichts mehr beim Teil integriert, oder? Ja, das passiert bei unserem Fahrzeug nicht. Wenn hier wirklich einer hinten drauf fährt oder auch in die Seite reinfährt, es ist so robust. Es gibt zwar, reißt natürlich auch wie bei jedem Schaden, der entstehen kann, aber die Sicherheit in dem Monocoque ist gegeben. Du kannst ihn sogar danach nochmal reparieren, das ist das Coole. Ja, hier haben wir jetzt was ganz Besonderes, besonders, ich sag mal, bekannt und beliebt seid ihr natürlich für euer 5,40 Meter Modell. Aber das hier, schätze ich mal, was ist das hier, 6 Meter? Das ist 6,10 Meter, das ist der Oasis 610M hier in der Variante mit einem klassischen Sidebed. War mal aus der Produktion rausgenommen worden, aber aufgrund der großen Nachfrage wieder ins Portfolio reingekommen. Das Seitenbett, das französische Bett, läuft ja eben genau in Frankreich gut, aber seitdem natürlich Wettbewerber wie Affinity unglaublich Erfolg damit haben, kommt das auf einmal in Deutschland in Mode, oder? Ja, richtig. Aber nicht nur unser Seitbett ist jetzt hier wieder in Mode gekommen, sondern wir haben auch unser klassisches Hubbett. In jedem Wingam-Modell ist das auch vertreten. Ja, das Geniale ist, die Fahrzeuge kosten auch dasselbe. Ob du jetzt hier nimmst, hier plus minus den 540er oder den 6 Meter, deswegen sollte man sich das gut überlegen. Der 6 Meter, ist der auch so stark verkauft wie der 540er? Ja, auf jeden Fall. Wir haben den 610er auch in der 3-Bett-Variante oder sogar in der 4-Bett-Variante gibt es den, wenn ein Kunde mit seinem Kind noch verreisen möchte. Und auf einem kurzen Wohnmobil mit 6,10 Meter hat man hinten nochmal schön Heckbett. Das hier ist Hightech und zwar leider, muss man sagen. Die Front sieht überall gleich aus und die meisten Leute haben in dem Video reingeschrieben, viel zu teuer, darf höchstens 50.000 Euro kosten. Man kann das überhaupt nicht vergleichen. Das hier ist Sicherheit pur. Also Crashtests unvorstellbar, der kann sich überschlagen. Da passiert relativ wenig. Zumindest mal bleibt die Fahrerhauskabine bleibt stabil, oder? Ja, ich kenne die Kommentare, die da immer reingeschrieben werden. Das sind Kunden, die wissen nicht, über was sie hier sprechen. Das Monocoque-System und die Aufmachung der Art und Weise, wie das gebaut wird, das kostet halt in der Produktion Geld und das spiegelt sich dann auch im Preis nieder. Man kann meistens aus einer Form auch nur knapp 100 Stück bauen, da muss man eine neue Form bauen. Solche Formen kosten ein Vermögen. Das ist Kleinserienproduktion, ihr macht ja keine 100.000 Autos, oder? Nein, Wingam macht in der Regel 250 bis 300 Wohnmobile im Jahr. Und du hast es gesagt, mit den Gussformen, die müssen alle ein, zwei Jahre wieder neu hergestellt werden. Und das ist halt auch das Immense, was dann kostet. So, hier sieht man auch die Anarbeitung. Das sind keine verschiedenen Teile. Das Ding geht nahtlos, komplett nahtlos über. Das ist sensationell, oder? Ja, es wird die Gussform wird dann quasi auf das Fahrzeug aufgesetzt und wird dann hier mit dem Chassis vereint. Aber richtig vereint. Das ist so, wenn du mal gerade hier aufmachst, sieht man da irgendwas? Ist da irgendwas zu sehen davon? Nein. Nichts, oder? Das ist unglaublich. Also direkt das ist auf das Chassis, das Metallchassis,
verklebt zusammengebaut. So, Fiat Ducato 8 hier in dem Fall drauf. Ihr baut nur Fiat, oder? Wir bauen nur auf Fiat Ducato, ja, richtig. So, Automatik, kriegt man, kommt man da ran? Ja, sind wieder sehr viele jetzt geliefert worden, Ducato ZF. So ist das. Die Ausstattung ist so, dass du in den Fahrzeugen Raum hast. Das ist unglaublich, gerade in diesen Wunderfahrzeugen. Das hier ist jetzt mal ein Modell mit festem Bett, ja. Das ist auf Wunsch auch so. Mach mal bitte auf hier unten. Was ist da? Elektrisch? Das sind hier Abstellklappen. Da kann man Kabeltrommel und so Dinge. Genau, wenn du mal gerade da drauf haust, wenn du gerade den Gummihaar hast, oben drüber. Oben drüber? Ja. Okay, also das ist so, auch der Lack hält auf dem GFK, ja. Den habt ihr ganz speziell behandelt, oder? Richtig, das ist ein, wie wird halt aufgebaut, die Lackschicht und dann lackiert, grundiert. Bitte da mal drauf, auf die Tür, wenn du gerade dabei bist. Unten. Alles klar, so, okay. Dann hier auch wieder unsere Hightech-Scharniere, die wir in allen Fahrzeugen verbauen. Also das ist kein Schrott, das hier ist High-End. Ja, das perfekt. Ding ist wasserdicht. Wenn du gerade dabei bist, vielleicht nochmal hier draufhauen, auf der Seite. Hier auf den Radkasten. Das ist. So, du haust ja nicht gerade zimperlich, oder? Nein, mache ich auch nicht. Ich will es auch vorführen, dass es halt Stabilität ist. Ne? So, Hagelschaden kennt ihr nicht? Nein, kennen wir auf keinen Fall. So, egal wie groß die Körner sind, oder? Auch egal wie groß die Körner sind. So, der hat jetzt eine Garage drin, der fehlt natürlich bei dem Oasi 45 Punkt 1, muss man sagen, der neue. Wie kam das Video an? Gab es schon eine Reaktion eigentlich? Hat dich jemand erkannt? Ja, viele, viele positive Mitteilungen an mich und gute Werbung für das Produkt. So, guck mal hier, ja. Du hast hinten eine Garage. Das geht natürlich nur, wenn du GFK hast. Bitte mal draufhauen hinten. So, es wird langsam langweilig, weil ich glaube, das machen jetzt nicht so viele Hersteller, dass sie das bearbeiten, oder? Ja, wir wissen es halt, dass es hält und deshalb können wir es auch gut vorführen. Das ist so, das Ding hält ein Leben lang. Ja. Dafür ist es auch gebaut, ja. Und die meisten fahren noch, die meisten Wingams, oder? Natürlich, also wir haben Kundschaft, haben Wingams schon über 20, 25 Jahre. Auch die Oase 45 Modelle zum Beispiel. So, und das ist die Garage. Unten Boden ist GFK. Alles GFK. Wir haben hier auch ein Anschauungsobjekt von dem Fußboden. Ich hole den gerade mal. Ja, das ist sehr schön, denn da haben wir ein GFK-Sandwich. Da haben wir ein GFK-Sandwich. Ne? Das ist einmal von die Unterseite und dann hier den Innenraum von innen. Dann haben wir in dem Oasi 610 Modellen haben wir ja so eine sogenannte Fußbodenerwärmung oder Fußbodenheizung, Luftkanäle. Da wird Warmluft eingeblasen und das gibt einen Effekt einer Fußbodenheizung. So, wo da gerade ein Hammer dabei ist, bitte mal auf den Fußboden hier drin hauen. Okay, so dann mal bitte den auf den Boden legen und jetzt mal volle Lotte draufhauen. So fest wie du kannst. Alles klar. So, also das ist jetzt kein, ich sag mal, Show-Effekt. Du weißt selber, du fährst nach China, da sind die kratzfesten Uhrengläser, die machen sie dann mit einem, ich sag mal, Metallstück, das vorne rund. Ja, das brauchen wir hier nicht. Wir wissen, dass es so funktioniert hier. Die Verarbeitung, alle Scharniere, alles ist auf höchstem Niveau. Ja, perfekt. Alles aus, mit unserer eingebauten Zentralverriegelung und mit Sicherheitsvorrichtungen, damit, wenn mal was passiert, auch, dass man immer noch dran kann. Maxi-Chassis, geht das? Maxi-Chassis ist ein Problem, aber wir können immer die Fahrzeuge auflasten. Auf wie viel? Bei dem Modell bis auf 4,25 Tonnen. Zuladung, was hat man dann? Dann haben wir ungefähr 900 Kilo Zuladung. 900? Ja, wenn wir aufgelastet haben. Frischwasser, wie viel geht rein? 140 Liter Frischwasser. 140 Liter Frischwasser, ja. Bitte hier mal draufhauen mit dem Hammer. Alles klar. So, ich glaube, ich habe so langsam verstanden. Das würdest du aber nicht bei der Tür hier machen, ne? Nein, bei der Tür würde ich es nicht machen. Da hätten wir eine Delle drin. Ist ja keine GFK-Tür, aber hier geht alles. Ja. Also ich glaube, er hat es anschaulich vorgeführt. Alles ist, hier sieht man es auch, aus dem Bootsbau. Das ist genau die gleiche Technik. Genau die gleiche Technik, perfekt. Okay, ich bin sowas von beeindruckt, das kannst du gar nicht vorstellen. Aber das ist GFK, ihr habt es mal ordentlich gezeigt, oder? Ja, natürlich. So, langlebiges Produkt. Ja, da steht es ja, ne? Monocoque-Kabine. Windwetter kann ihm auch nichts machen. Windwetter, richtig. So, das heißt, die sind gebaut für ein echtes Leben. Es kann sogar sein, ich habe einen Motorschaden, Totalschaden, Chassis, irgendwas, ihr könnt das umsetzen in der Werkstatt oder macht das keinen Sinn? Ja, das ist sehr, sehr aufwendig, ein Fahrzeug in eine Kabine umzusetzen auf ein neues Chassis. Und aber es würde theoretisch würde es gehen. Ja. Also lieber ein neues kaufen von der Versicherung und so weiter. Einstieg, auch der ganze Einstieg, die Tür habt ihr selber gebaut hier. Die Tür ist auch selbst gegossen. So, bitte mal schließen die Tür.
So, und auch mal draufhauen, wo du gerade dabei bist. So. Die Leute gucken ganz verwundert hier drauf und denken, wir haben sie. Da darf ich mal kurz was fragen. Er hämmert die ganze Zeit hier drauf. Ist das Anschauungs? Also er wird das bei Morello nicht machen. Da ist die Wand nämlich aus Blech. aus Alu ist das. Ja, aber sieht gut aus. Man sieht ja, dass es keine Dalle, ja, keine Beule gibt. Ja. Richtig. Aber ist schon anschaulich, oder? Ja, schon. Guckst du drauf, wenn wir da drauf hämmern. Das ist ganz gut. Ich zeig mal gerade hier unten, da ist noch eine Klappe drin, sag mal bitte, was das ist. Also ihr habt eine Zentralverriegelung, die ist mit drin, korrekt? Ja, dann sind hier Gummis drin, die kommen aus dem Nutzfahrzeugbereich. Ja. Da wird das Ganze abgedichtet. Abgedichtet, richtig, perfekt. Ne, wir haben auch Ablauflöcher, wenn hier Wasser selbst reinkommt, haben wir unten drunter Ablauflöcher, dass das Wasser, was eindringen könnte, rausfließt. Gut. Dann die Optik ist schön geworden, muss ich sagen. Ist das jetzt ein Foliendekor? Was habt ihr das ist ein Foliendekor. Man hat ein neues Dekor entwickelt. Früher war es ganz in Schwarz und jetzt so ein bisschen aufgesprengelt. Ist auch hübsch. Man sieht hier ja unseren Wink am Vogel. Das Coole ist, ihr seid ja aus Italien. Du bist auch da geboren oder bist du in Deutschland geboren? Ich bin in Deutschland geboren, aber ja, meine Vorfahren stammen alle aus Italien. Ja, das weiß ich nämlich, weil ich ja aus dem Saarland komme. Da ist das bei ganz vielen ist das so. Also ihr kamt irgendwann mal her und seid da geblieben und du sprichst fließend Italienisch. Ja, ja, nicht ganz. So ein bisschen. So ein bisschen auf jeden Fall. So ein bisschen ist das. Das heißt, wenn du jetzt mal runterfährst, die kriegen auch mit, dass du daherkommst. Das kenne ich nämlich alles aus dem Saarland. Ja, da haben wir unglaublich, ich glaube 30.000, 40.000 Italiener, die da sind, die da kommen. Und der Laden ist nämlich in Italien. Und das Design haben die Italiener ja fast erfunden, muss man sagen, oder? Ja, Wingham kommt aus der Nähe von Verona. Kleine Manufaktur, auch ein ganz privates Unternehmen, Familienunternehmen mit 30 Mitarbeitern. Und ja, machen wie gesagt 250 bis 300 Monocoques pro Jahr Wohnmobile. So, ich habe eine Bitte, ich brauche ein Startfoto. Wenn du mal bitte dich mal da hinstellst vor den Kühlschrank hier von außen und jetzt mal böse guckst. Nee, böse, guck mal böse, richtig böse. So, und jetzt tu mal so, als würdest du draufhauen. Von oben feste ausholen und draufhauen, so. Sehr schön. Und jetzt mal abstoppen, ansonsten einmal kurz vorher abstoppen, so und halten. Genau so. Na, aber jetzt nicht mich angucken, sondern böse gucken. Genau so. Herrlich. Und warte, ganz kurz. Okay, danke. So, Startbild ist im Kasten. Wir gehen mal rein. Denn das glaubt mir kein Mensch, dass du mit dem Hammer auf Fahrzeuge haust. Aber das ist nicht nur so ein Effekt, sondern das hat natürlich einen sehr klassischen Effekt. Wenn man hier jetzt wieder zumacht, wenn du mal gerade zumachst bitte, die Tür, dann merkst du so richtig, das GFK hat unglaublich Masse und dadurch hast du hier draußen ist gerade die Hölle los, wenn du mal gerade das Fenster schließt hier an der Seite noch und jetzt merkst du, es wird voll ruhig und hier oben das Heck mal zumachst. Das ist jetzt sensationell. Das habe ich in fast keinem Teil integriert hier auf der ganzen Messe gehabt, oder? Ja, ist wirklich sehr ruhig. Absolut. Und da draußen läuft gerade die Musik nebenan. Ja. Ja, davon gar nichts mehr. Oder? Ein Säuseln vielleicht noch. Es ist total krank. Ja. Er ist so leise. Aber der ist auch wirklich leise. Der ist auch leise. Er ist nicht nur leise, sondern er ist durch das Monocoque auch sehr gut isoliert gegen Kälte und im Sommer auch gegen die Wärme. Ja. Ihr habt einen besonderen Grundriss hier gemacht. Ihr habt ein Hubbett, das ist wirklich so groß, dass man eigentlich... Ganz ehrlich, wenn ich alleine fahre, würde ich hier schlafen, weil dann ist das Bett aufgebaut, hast alles drum dran. Oder man benutzt das hier als Couch. Richtig. Das kann man und schläft abends hier, richtig? Man kann hier nachmittags drauf lümmeln, wenn man möchte oder halt auch als Schlafplatz nutzen. Vielleicht gibt es ja auch Getrennschläfe. Der eine schläft oben im Hubbett, der andere schläft hier hinten im Traum. Ich überlege mir, wir kriegen ja einen von euch, ob ich mir doch nicht den hier hole, weil der ist... Du hast noch einen Grund, das hier auf der Messe, oder? Wir haben die gleiche Länge, auch Oasis 610 als eine Dreibett-Variante. Den können wir uns gerne auch nochmal anschauen. So, das machen wir aber definitiv ein eigenes Video zu. Die Küche, auch das ist GFK? Nee. Nein, das hochwertiges Pappelholz wird hergestellt. Wir haben hier die Dolomiti-Ausstattung, ganz in weiß, weiß-matt gehalten und sehr, ja, sehr designmäßig. Klappert hier irgendwas bei dem Auto? Nein, so. Beim Fahren keine Geräusche, keine Knister- oder Knackgeräusche. Das ist ganz wichtig. Also reibt auch nichts. Das GFK ist total steif. Ja. Da kannst du festschrauben wie in einem Haus. Das ist so. Und dann hast du hier, wenn du mal gerade zuziehst bitte, also hier vorne hast du einen Vorhang. Ich will das nur einmal kurz zeigen. Da kann man sich schön vereinzeln.
Hallo Simone. Hallo. Das Bett ist echt mein Favorit hier. Du warst natürlich drauf, als wir drin waren, ne? Ja. Draußen waren. Ich habe einen Powernap gemacht. So, warum schaffen? Einen eigenen Bereich, verschlossen, Privatsphäre ist gegeben. So, dann darfst du mal rein. Sie wartet schon drauf und gesagt, endlich mal pennen. Es ist mega gemütlich. Es kommt aus Italien und die Italiener, muss man sagen, schlafen ja mittags immer. Das ist jetzt kein Witz, da gibt's auch eine Mittagspause, glaube ich, in Italien. Ist auch richtig so. Zumindest mal im Süden, glaube ich. Gibt's ja, natürlich. Die haben dann die oder heißt es nur in Spanien zuerst? Dafür sind aber die Läden abends länger auf, oder? Dafür sind die Läden abends länger auf, richtig. Aber so in der Mittagszeit, in der brütenden Hitze, wird dann schon mal Pause gemacht. So, alles ist rund, alles Designmöbel hier mit drin. Das Ganze in einem GFK Monocoque. Und das ist was ganz anderes, muss man ehrlich sagen, als alles andere. Du sprichst von einem Auto, das Crashtest, ein Teil integrierter, der auch mal von hinten einen Auffahrunfall, das wünscht man sich ja nicht. Aber wenn es passiert, hast du die Sicherheit eigentlich aus einem Kastenwagen, oder? Ja, es ist so fest hinten, dass das wirklich, da könnte auch ein LKW drauf fahren und die Sicherheit ist gegeben durch das Monocoque. Gut, was natürlich nicht so toll ist, ist, wenn man zwischen zwei LKWs auffährt. Dann, ich glaube, irgendwann ist da auch Feierabend. Aber es bricht dann. Also es ist nicht so, dass es dann komplett auseinanderfliegt. Es ist eine Einheit. Überschläge habt ihr schon gehabt. Und die, das Monocoque lebt noch einigermaßen. Gut, wahrscheinlich kommt man da nicht mehr fahren. Aber ja, aber es ist, du sprichst ja an, die Sicherheit der Insassen ist ja maßgebend. Ne? Dass man natürlich auch dann mal einen Monocoque-Defekt geht, das ist ganz klar. Aber die Sicherheit der Insassen ist auf jeden Fall gegeben. Haben die Leute es gerafft, dass es um das Thema Sicherheit geht? Weil die Leute sagen immer, ja, das sieht schöner aus, ist aerodynamischer, die Möbel knarzen nicht. Aber das Thema Sicherheit hörst du nie, oder? Ja gut, wir preisen es an, Sicherheit. Die Langlebigkeit des Monocoques und natürlich auch, dass alles funktioniert. Das ist lebensentscheidend. Ja. Also wenn irgendwas passiert, wirklich für die Leute, die hinten drin sind, weil es soll ja dann doch mal vorkommen, dass jemand während der Fahrt auf die Toilette geht. Hast du das jemals gemacht? Nee. Gott, sehr schön. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist schon mal vorgekommen, dass zum Beispiel meine Tochter dann mal schnell rübergelaufen ist. Ich bin gefahren, konnte ja nichts dran ändern. Ja, die ist 33, ja, selbst schuld. Das ist so. Aber wenn dann es natürlich zum Unfall kommt, das ist nicht so schön, ja. Und man darf es ja auch nicht. Nein, man sollte es auf jeden Fall nicht machen. Man sollte während der Fahrt immer angeschnallt bleiben. Und dann, wenn dann Pause ist und dann die Räumlichkeiten besuchen. Hast du schön gesagt, aber die Praxis sieht leider oft anders aus. So ist es. So, dann die Öffnung hier. Das ist sensationell. Geh mal bitte rein ins Fahrerhaus. Wie sich das öffnet. Du hast nichts. Das ist wirklich, du kannst den ganzen Raum nutzen hier, dadurch, dass hier so hoch ist, weil ihr ein spezielles Hubbett erfunden habt, das sich in der Mitte nochmal knickt und aufteilt. Das ist unglaublich. Jede Ritze oder jede Ecke wird ausgenutzt in dem Fahrzeug. Wir haben einen ebenen Boden. Wir müssen keine Stufe vom Monocoque, also vom Fahrerhaus ins Monocoque betreten und dadurch wirkt das alles viel offener. Sensationell finde ich die Durchreichemöglichkeit für die Hunde. Wenn du kleine Hunde mit dabei hast, kannst du die, das uns der Kühlschrank machen, mal ganz kurz auf, da haben wir den schon abgefrühstückt. So, also ein Kompressorkühlschrank ist mit drin. Abgefrühstückt? Ja. Hast du gefrühstückt schon? Ja. Okay. Wir haben ja schon ein Uhr circa? 1 Uhr. Nein, weil du gesagt hast, hier den Kühlschrank für Frühstück oder so und dann haben wir den auch schon abgefrühstückt. Ach so, das ist ja nett. Deswegen. Ja, das war aber Zufall. Ja. Dann ist auch hier alles designmäßig, runde Möbelklappen. So, Gebrauchtwagenpreise bei Windkamm, kriegt man gebrauchte Omas? Also ganz, ganz selten. Also wenn man einen Gebrauchtwagen bekommt, dann ist er auch noch sehr, sehr teuer. Die sind für Laufleistung gebaut. Das ist wirklich für Leute, die 10, 15, 20 Jahre Freude dran haben. Riechst du irgendwas hier nach Fiberglas, irgendwas Künstliches, irgendwas hier in dem Raum? Ja, ein ganz leichter Geruch, aber das ist mein hier Parfüm, habe ich heute drauf. Nee, aber jetzt, nee, es riecht halt neu, aber es ist jetzt kein unangenehmer Geruch. Das Fahrzeug kommt gerade aus der Produktion. Das war stand letzte Woche noch in Verona und wurde dann hierher gefahren. Also man riecht hier fast nichts mehr. Ja. So, bitte mal öffnen da oben die Klappe. Das ist wirklich, das ist Handwerkskunst pur. Gasdruckdämpfer. Überall hast du hier diese Dichtungen mit dabei, damit ja nichts klappert, oder? Perfekt, richtig. Wir haben auch überall Metallscharniere mit drin, ne? Oben die Möbelscharniere. Und es wird alles in der eigenen Schreinerei gefertigt.
So, oben hast du natürlich einen Dachhimmel mit drin, damit das auch ordentlich klingt, das Ganze. Dann hast du hier ordentliche Lichtanlagen mit drin. Und du hast zum Beispiel hier aus Fiberglas, also hast du einen Waschbeckeneinsatz. Ja. Den kann man dann auch benutzen. Der ist komplett handgefertigt von euch. Der ist komplett von uns gegossen, ja. Das ist sensationell. Also es ist wirklich, liebe Leute, bitte vergleicht das nicht mit einem kleinen Teilintegrierten für 60.000 Euro. Das kann man nicht vergleichen, denn das ist Äpfel mit Birnen verglichen, oder? Das, du hast genau auf den Punkt gebracht. Also wenn, muss man als vergleichbares Fahrzeug in so einer Bauweise erstmal finden und dann vergleichen. Städtereisen, das Auto, oder? Ja, 6,10 Meter vielleicht nicht so ganz, aber 45er, da ist es auf jeden Fall gegeben. So, und jetzt guck mal hier unten. Da hast du... Sag mal, habt ihr jemals einen umgebaut auf Allrad? Da gibt es ja so von Dongel irgendwas. Ja, nein, das funktioniert leider bei uns nicht, weil wir Unterflurtanks haben und müssen wir alles umplanen. Aber ja, Allrad ist ja auch nicht Nonplusultra. So, und das ist total geil. Da ist ein Magnet dran. Perfekt. Das Ding ist da drin. Mach's mal los, dann fällt das, glaube ich, runter. Ja, jetzt fällt es runter von selber. Und das magnetisch, warum? Weil es in der Mitte ist. Kann ich, in der Mitte ist, ja. Ist in der Scheibe drin. Das kann ich verschleißen. In der Scheibe eingelassen, ne? Was, nach 10 Jahren halten die noch? Oder gibt es noch? Ja. Warum? Cool. Wenn nichts, passiert nichts. Das ist echtes Glas, oder? Das ist echtes Glas. Ich sehe jetzt gerade hier draußen dieses Plakat zu den ganzen Modellen, die ihr habt. Wieso habt ihr jetzt ausgerechnet die drei hier mitgenommen, die ihr dabei habt? Weil das die meistverkauften Fahrzeuge oder Modelle sind, die bei Wingam hergestellt werden. Und wie, ne, kannst du dir das erklären, dass gerade die jetzt so beliebt sind? Weil es die Form ist, das war der Grundriss, mhm, die am meisten gefragt sind. Eventuell, vorhin haben wir es angedeutet, Getrennschläfer. Mhm. Wenn einer hier schlafen möchte und einer oben im Hubbett, dann haben wir unser 45er, der halt überall hinkommt, ja. Städtereisen, Bergdörfer in Italien oder Frankreich, wo man hinfahren möchte, überall kommt man sehr gut durch. Ja. Sensationell ist die Belastbarkeit hier von dem französischen Bett. Das ist richtig toll. Das Hubbett leider nur 70 Kilo. Da wolltet ihr nachbessern, oder ist das anders? Wir brauchen nicht nachzubessern. Das Hubbett hat eine Traglast von 350 Kilo. 350 Kilo? Ja. Das heißt, du kannst auch dynamische Last erzeugen auf dem Hubbett? Ja, das kannst du machen. Das hast du nicht verstanden, ne? Doch, habe ich. Ganz sehr schön. Wir lassen das mal unbeantwortet, ja, die dynamische Last. Aber fragen Leute danach, nach dynamischer Last auf Hubbetten? Nö, Gott, das ist noch nicht gefragt worden. So, warte mal, ich setze mich mal neben die Simone. Geh mal ein Stück rüber. Das ist das Hubbett. Das ist komplett gerade jetzt. Okay, Hubstützen gehen? Ja, natürlich. Gehen. Also ja, kann ich nachrüsten, damit ich gerade stehe. Ja. Bitte mal drunter gucken. Was ist da drunter? Lattenrost? Ja, ganz normal. Lattenrost, ja. So, auch das Fiberglas hier drunter? Nein, das ist aus einem Kunststoffmaterial. Okay, Außenhaut, alles, Waschbecken und so weiter, das Fiberglas. Und ja, dann, was machst du jetzt? Du drückst auf den Knopf, da geht ein Motor hoch, oder was? Nein, das mache ich alles per Hand. Mach mal. Ja, hier, guck mal. Ganz einfach nach oben drücken. Und du bist Italiener, muss man sagen. Warum? Also ich bin klein, meinst du? Nein, du bist stark. Aber das kann die Simone vielleicht auch mal machen. Mach ja, mal bitte. Und sag mir mal, wie stark aber das Hubbett ist. Ich bin doch auch stark. Du bist aber kein Italiener. Die haben damals die Gallier besiegt. und die mussten stark sein. Oder auch nicht besiegt. Ist das schwer? Nee. Nix. Krieg meine Oma auch noch hin. Du, da haut jemand. Da haut jemand mit dem Gummihammer drauf, oder was? Da will man probieren von außen, ne? Guck. Ja. Bettwäsche, Kopfkissen, kann alles oben drauf bleiben. Drauf bleiben. Ja. Krass. Ich bin total geflasht. Der Tisch, der ist ziemlich gut, denn du kannst ihn unglaublich drehen, du kannst ihn 180 Grad drehen, du kannst ihn so längs machen, dass du hin sogar Kaffee trinken kannst, gell? Kannst du machen. Zeig ja, mal bitte. Soll ich mal vorführen? Ja, zeig mal. Ja. Aber ich komme ja gar nicht drüber weg. Wir haben das ganze Auto behauen von außen. Wirklich an jeder Stelle. Du hast gehört, oder? Ja, ja. Ja. So, da kannst du jetzt den ziehen. Noch mit einer weiteren Person schönen Kaffee trinken. Also hier können mehrere Leute sitzen. Je nachdem, in welche Position wir den Tisch bringen. Also guckt euch bitte alle an. Denn der 610er, der ist eigentlich auch sensationell. Du hast eigentlich einen Platz hier drin, wie in einem großen Liner, also hier vorne, das muss man schon sagen, die Öffnung auch. Du hast eine Stehhöhe, die ist sensationell. Ja, das ist, ich kann also mit 1,83 Meter unter dem Hubbett einfach durchlaufen. Ja, das ist, ich habe jetzt müssen wir ein bisschen ducken. Ja. Aber das ist sensationell. Ich habe noch Schuhe an. Guck mal, hier habe ich Schuhe an, hier, die sind relativ so.
Und gerade mal aufmachen hier, da ist ein Kleiderschrank. Wir sind auf 6,10 Meter und der ist riesig. Außenhaut GfK? Außenhaut GfK. So, schlag mal drauf. Oh je. Zeigen. Okay, alles klar. Verstanden. Jetzt klopft der zurück gleich, der von außen. Also wenn du hier rein willst, übrigens auch, du kommst ja nur mit der Flex hier rein. Alles andere kannst du vergessen. Dann Schubladen, auch die können natürlich gesichert werden. So, das alles handwerklich gefertigt, richtig? Alles handwerklich gefertigt bei uns in der Schreinerei. So, hier ist die Durchreiche. Zeig mal, ich habe eben die Hunde erwähnt, die da sind. Da kannst du also hier zum Beispiel Hundekörbchen reinmachen, da können die liegen. Ja, perfekt. Man könnte auch dann die Tür eventuell weglassen, macht ein Gitter da rein. Das ist individuell gestaltbar. Okay, verstanden. So, dann Bett ist, achso, unter dem Bett ist die Garage. Unter dem Bett ist die Garage. Perfekt. Also, ich muss mich ja erstmal. Da kommen wir jetzt nicht hin, oder? Da kommen wir auch hin. Ah ja. Da ist auch eine große Klappe. Ach, eine Durchreiche. Bitte mal öffnen, anheben. Ja. Das heißt, ich komm von oben an die Bierkisten ran. Ja, perfekt. Nee. Ja. Geht. Was ist da drin, da in dem da Punkt? Da ist die Heizung verbaut. Die Heizung? Ja, die Technik. Okay, super. Dann, komm hier, die lacht schon die Simone, denn das Badezimmer ist nämlich Simones Liebling. Man will ja alleine sein. Du hast eine runde Tür mit drin, die ist wunderschön. Das ist ja ganz schön groß. Oh, ist das cool. Ja, da kannst du richtig tief hineinlaufen in das Bad. Ist das hier jetzt, das ist jetzt das 23er Modell. Was hat sich geändert eigentlich? Ja, man hat eine neue Duschplatte haben wir bekommen hier unten. Ne? Der Duschwanne an sich. Ne? Das ist auch alles GfK, ein Stück. Alles GfK, perfekt. Da kann nichts nass werden, oder? Es spielt keine Rolle eigentlich, ja, oder? Die Abdichtung ist ja gegeben überall, ne? An den Seiten, wo halt noch was eingebaut worden ist, ne? Und dem Holz macht es auch nichts aus, wenn es nass wird? Nein, wir arbeiten ja hier bei dem 610M, arbeiten wir ja mit einem klassischen Vorhang noch. Beim GL haben wir eine klassische Duschkabine. Mhm. Gibt ins Vorhänge, die sind durchsichtig, die sehen total stylisch aus. Und es gibt auch welche mit entsprechender Mickey Maus. Du kannst einen Vorhang für irgendwie 5 Euro bei IKEA austauschen. Das finde ich auch gut. Also es ist wirklich unglaublich hygienisch. Du musst aufs Klo? Nee, ich kann es aber mal zeigen. Bitte nicht. Ist das je passiert auf der Messe? Bei uns noch nicht, aber ich habe schon davon gehört. So, das Waschbecken habt ihr selber gebaut? Das Waschbecken ist, nein, das ist nicht selbst gebaut, das ist zugekauft. Zugekauft. Ja. Ist aber jetzt kein GfK? Das ist kein GfK, nein. Okay, sondern nur die Spülbecken. Die billiger Kunststoff im Vergleich zu GfK. Richtig, wenn man so sagen möchte. Okay, super. Also, ihr habt mich verstanden. Da unten ist noch Stauraum, machen wir schnell auf. Wir können mal gucken. Die Kassettentoilette kann man ja, haben wir gelernt, umwandeln mit einem Umrüstkit in 10 Minuten zu einer Trenntoilette. Weißt du schon? Das hast du mir bei deinem letzten Video schon angekündigt. Ich habe es noch nicht gesehen. Gut. In Halle 3 kannst du es gucken. Schauen wir mal. Am Stand von, was war das? Ist clever, so, was? Clever. Und auch keine schlechten Fahrzeuge, aber nicht mit Monocoque. GfK Außenhaut heißt nicht GfK Monocoque. Also dann, klar, dann ist die Außenhaut, das ist schon mal nicht schlecht, GfK Außenhaut. Aber Monocoque ist an Stabilität, glaube ich, nicht zu überbieten, oder? Nein, wir haben ja unser GfK innen und außen. Und der Innenraum wird dann, also die Innenhülle wird dann quasi ausgeschäumt. Das gibt dann unsere perfekte Wärmeisolierung. Das Wichtige ist, das ist Handarbeit, die Herstellung dieses Monocoques. Da werden Schicht über Schicht werden einlaminiert. Ja. Das ist, wer das gesehen hat, wie viel Aufwand das ist, wie genau man das machen muss, das kann man nur in Italien machen, weil die Deutschen im Bootsbau nicht so viel erfahren. Die können das vielleicht auch, aber die machen eher so Stahlboote, oder? Ja, in Italien werden halt viele Monocoque-Boote hergestellt. Da gibt es die handwerklichen Meister, die das noch können. Und wir haben hier draußen auch ein Anschauungsobjekt, damit man mal das mal sieht, komm, wie das Monocoque aussieht und wie das gemacht wird. Aber wir können jetzt noch eine Stunde filmen, das machen wir nicht. Hier ist das CBE-Bedienteil drin, eine Truhe haben wir drin. Das ist alles soweit klar. Also handwerklich. Und jetzt merkt man, es ist direkt laut hier draußen. Was hast du hier? Hier auf der anderen Seite, wenn du mal rüber gehst. Ja, mache ich. Da siehst du das, wie das Monocoque hier aus einem Guss gegossen wird und wird dann letztendlich später, hier sieht man schon das Chassis vom Fiat Ducato und wird jetzt auf das Chassis draufgesetzt. Verheiratet, perfekt. Und dann an genau den Punkten verschraubt, die Fiat vorschreibt, ja, damit das möglichst... Auf diesen Punkten hier genau wird es aufgesetzt. Okay, verstanden. So, was ist hier noch zu sehen? Sieht man hier noch was? Das sind die Leute, die das machen. Die Möbelschreinerei, ne? Pappel, Sperrholz. So, und drüben kann man uns sehen, wie das einlaminiert wird. Das ist nämlich ganz spannend. Und wer das nicht weiß, da kommen jeweils Schichten drauf. Das ist eigentlich so, Surfbrett werden auch so gemacht, oder? Perfekt.
Ja, Schicht für Schicht wird aufgespritzt. So, viel Arbeit, aber es soll ja auch ewig halten. Und das macht den Preis. Jedes Teil ist ein Unikat. Es ist sensationell gebaut. Haben die Leute das gerafft, die drunter schreiben, ist viel zu teuer? Das glaube ich nicht. Das ist Handarbeit. Jedes Teil, wie du sagst, ein Unikat. So, Wingam heißt der Laden. Du kommst aus Hessen. Ich komme aus Hessen, aus dem schönen Odenwald, südlich von Darmstadt, Reisemobilzentrum Rhein-Main-Odenwald. So, dein Name? Civito Carroccia. Komm, jetzt könnt ihr Standbild machen. Reisemobil Center Odenwald Civito Carroccia. Und der ist wirklich, wir haben telefoniert, ja, du hast dem Mann die Auflastung verpasst aus unserem Video. Da werden wir nochmal ein extra Video machen, wenn das soweit ist. Er ist glücklich, er hat die Auflastung. Ja. Ist er jetzt happy? Er ist jetzt happy, er hat genügend Zuladung und kann jetzt das unternehmen mit dem Reisemobil, was er schon immer machen wollte. So, da haben wir übrigens auch drauf eingewirkt, denn irgendwas ist da schiefgelaufen, was auch immer, aber es waren viele Parteien daran beteiligt, so viel kann man sagen, diplomatisch. Es war nicht zwingend eure Schuld, oder? Nee, unsere Schuld war es auf keinen Fall. Also, denn du hast es gar nicht verkauft, ja? Nein, wir haben das Wohnmobil nicht verkauft, wir haben nur die Auflastung jetzt vorgenommen und der Kunde ist jetzt richtig happy. Also wenn irgendjemand mit einem Wingam Probleme hat, ja, ruhig bei dir melden, du weißt, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Meine Leute wissen das, ja. Sehr schön, da sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist der 18. Januar 2023. Wir sind auf der CMT in Stuttgart und da ist er, der UASI 540.1. Das absolute Hinguckermodell. Es ist viel zu hoch dafür, dass es nur so kurz ist. Und das ist der Grund, warum es so auffällt. Aber Simone, es ist auch ein knuffiges Teil, oder? Absolut. Tschüss, danke. Tschüss.